Er lebt noch. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Toni ist wieder am Start. Heute mit was ganz Neues. Und zwar Multify, also auch genannt Splinter Fires. Ist ein beliebtes Spiel, was catchen durch Schlamm und hast du nicht gesehen, überall durchkämpfen muss. Und ich habe es jetzt schon mal gekauft, das Spiel, und hab's überlegt, ja, warum zeige ich euch das nicht einfach mal, wie schön das Spiel sein kann. Es ist nicht gerade das neueste Spiel, aber es macht übelst Laune. Und jo. Also, was muss man hier machen? Ganz einfache Mission, man muss hier durch die Wälder ballern und Holz transportieren. Du kannst halt eine Seilbahn dich auch an Bäume ranziehen. Du kannst die Karte öffnen, du musst hier alles freischalten. Geschweige, du musst erforschen, du hast einen Tank, du hast Scharnung. Du kannst Sachen reinmachen und vieles, vieles mehr, was ihr auch sehen wollt. Ja, also ich kann zwar jetzt nicht viel über das Spiel quatschen, weil es ist halt schon sehr, 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 sehr alt. Und das Problem ist halt auch, ich weiß jetzt gar nicht genau so, was man so alles sieht. Es ist die Ego hier in drin. Hier sieht man hier eine Tankanzeige, was ich alles so habe. Und ja, es ist halt richtig nice eigentlich. So, falls mich wundert, was ist das Rote? Das Rote ist das Navigationsgerät, wie er mich hier ranzoomt, geschweige, wie er mich dahin lotst. Und versuche aber natürlich die Wege zu nutzen, weil es ist einfach das Beste. So. Dann seht ihr unten rechts, geschweige unten links, die Kombination. Drücke ich A, habe ich kein Allrad mehr. Drücke ich A, habe ich Allrad drinne. B für Handbremse. B ist, wenn ich mich irgendwo festgefahren habe, dann hole ich meine Seilwinde raus. Und X ist einmal Drift Swing 4x4. Da knallt er überall durch. So. Natürlich muss ich auch nicht so schnell oder so doll fahren. Geschweige gefährlich wegen Wasser. Sieht er jetzt auch. Aber das schaffen wir schon. Da Schaden Nummer 1. 6-mal Schaden. Yeah. Ist aber auch in Wirklichkeit so, fahr mal mit einem LKW durch Wasser, würde dein Motor aus sein. Hier ist es gerade der Fall nicht, dass er ausgeht, Gott sei Dank, aber ich kann trotzdem Schaden haben. Geschweige, wenn mein Tank leer ist, habe ich auch ein Problem. Daher muss ich auch eine Tankstelle suchen. Ja. So, zusätzlich muss ich kurz mal mein Stream von gestern noch hochladen. Und das Spiel ist, ja, das kriegt jeder, also, aber auch nur, wenn er das kauft. Das Spiel kostet 35 Euro. Ich bin mal gespannt, ob es euch gefällt oder nicht. Und ob ihr mehr davon seht. Ja, normalerweise war eigentlich geplant, dass ich bei anderen Spielen wurde. Aber Kumpel sagt, hol dir das, das ist geil, zusammen spielen. Und habe ich gedacht, ja gut, alles klar, hol ich mir halt das Spiel.
Aber es kommen auch noch demnächst andere, also keine Angst. Keine Angst, Freunde. Es wird auf jeden Fall jetzt ein bisschen Abwechslung kommen. Und ja. Also es geht auf jeden Fall in den Zeitraum des Spiels, ist es scheißegal. Egal. Und es ist völlig eigentlich voll egal. Wenn wir mal weiterfahren. Schön durch die Gatsche. Ich sag mal so, als die meisten Wege gehen eigentlich noch so. Es gibt aber auch schlimmere, wo man wirklich stecken bleiben kann und du wirklich dir einen Plan machen musst. Oh je, wie kommst du denn da wieder raus? Rollstation und entweder muss ich jetzt hier hin oder wir fahren weiter. Darüber. Das war jetzt nicht so praktisch von mir. Okay, hier ist er jetzt auf einmal, okay. Müssen mal weiter gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Wie gesagt, ich habe das Spiel heute das erste, also ich spiele das heute das erste Mal. Da muss ich erstmal ein bisschen reinfuchsen, weil ich weiß ja selbst noch nicht. Genau. Und mal irgendwie sehe ich da gerade nicht durch. Liefer 8 Beladungspunkte an das Sägewerk. 8 Stück, ach so. Eins, zwei. Wartet mal, Freunde, das habe ich. Ich muss das nochmal machen, weil da habe ich irgendwie einen Fehler gemacht. Und oh.
Durch die Fehler passiert sowas, ne? So, pass auf. Gehen wir nochmal ins Hauptmenü. Das ist das Hauptmenü. Die können wir auch zu zweit spielen oder Einzelkampagne so. Und dann können wir das hier nochmal. Wie ihr seht, hier sind dann verschiedene Sachen. Und hier sind dann die Sachen, die man so machen muss. Und ich komme gleich wieder. Und da steht jetzt als erstes: Liefer Baumstämme zu jedem Sägewerk abschließen und zusätzlich Fortschrittspunkt zu erhalten. Das heißt, ich muss jetzt jedes Sägewerk anfahren und Holz nehmen. Ich bin aber sofort wieder da. Ja, auf jeden Fall. Warte mal, neues Spiel starten. Wir werden das Spiel jetzt mal neu starten. Denn sehen wir noch mal genau. Also, als erstes sind wir hier. Okay. Da ist das erste Sägewerk. Da ist die Tankstelle, da sind Autos. Da Holzstation ist da oben. So, das war der erste Schritt. Der zweite Schritt folgt jetzt zugleich. Und zwar dies reinmachen, das reinmachen. Und werden jetzt natürlich zu. Aber wir fahren jetzt erstmal hier. Nee. Ich fahre erstmal zu denen. Weil wir jetzt hier lang fahren und dann was hier so schönes abgeht. Sehr schöne Station. Ja, die Kamera könnt ihr so sagen, also eigentlich ist es ganz kacke. Hier kann ich ja hupen. Achso, hier bewege ich auch die Kamera seitwärts. Auch so fahren. Also. Ja. Achso, hier ist. Okay, kann ich dann auch selbst oder. Aber hier ist eigentlich selbst Schlussmodus, ne? Und hier A für Automatik natürlich, ne? Komm
Oh ja, nichts überstürzen. Geschweige, was heißt überstürzen? Einfach mal Feuer. Ja, wie gesagt, hier ist Licht an- und ausmachen. Kann man auch. Das ist eigentlich lustig. So, falls ihr euch jetzt wundert, wieso, was ist das hier? Hier geht's jetzt wieder los mit Grundgatschen. Hier ist schön die Modder, sieht ihr, guck, jetzt sieht ihr hier total die Modder und er hat zu kämpfen und zu klatschen. Ey, das ist so geil, ne? So, Siegewick ist da. Naja, wir fahren erstmal weiter, um alles freizuschalten. Beobachtungsfläche. Zwei Minuten, geht gleich weiter. So, Freunde, es geht sofort weiter. Ich muss nur kurz was machen. Was ist denn mein Video? Mann. Das will mich doch verarschen. Ja, müssen wir halt noch kurz warten, auf jeden Fall in diesem Zeitraum. Schlammen wir mal weiter hier. So, jetzt kommt Wasser. Mit im Spiel. Das
Das heißt, es wird immer schlimmer. Und ihr seht, er hat richtig zu kämpfen. Aber es ist kein Problem für ihn. Nee, kommt auch ohne Wasser. Wasser kann ich nicht. Das war jetzt clever. Seht ihr, habt ihr jetzt gesehen, voll den Schaden. So. Ich Idiot, Alter, ich fahre mit dem Überlachen. Jo. Klasse. Wenn ich so weitermache, kann ich das die Situation nochmal neu machen, weil dann ist der ganze Hänger kaputt. Geschweige die ganze LKW schrott. Aber so sieht man das auch, genau wie man es nicht macht. Freunde, fahrt, guck mal, wie Schrott der ist. Ich verliere Treibstoff. Ich zeige euch, ich fahre jetzt einmal nochmal. Dings, ich mache mir jetzt einfach nochmal. Wir spielen das Spiel jetzt zum letzten Mal nochmal neu, weil das ist ja, ne, ich muss mich auch mal ein bisschen konzentrieren jetzt, weil sonst denkt ihr auch immer, hä, ist der zu doof dazu oder wie? So, pass auf, wir machen das jetzt nochmal neu. Nimm jetzt einfach das. So. Da ist das Sägeweg. Fahr jetzt einfach nochmal mit den nochmal dahin. Holzstation. Eigentlich müssten wir jetzt zu der Holzstation dahin. Fahr jetzt einfach hier. Sind wir jetzt da? Nee. So, Freunde, wir fahren jetzt hier lang einfach und dann gucken wir jetzt. Ja, so, wir müssen nur kurz noch mal warten. Muss das noch mal überall teilen. Damit auch jeder mitkriegt. Immer diese Werbung, ne? Aber glaub, geht gleich weiter, geht sofort weiter.
So. 2 Minuten. 2 Minuten noch. Und dann. Wir los. So, Freunde, kommt vorbei und schaut zu Sprinter Fires, also Multiway bei mir live. Wer Bock hat, zuschauen, macht Spaß und lernt was dazu. Yeah. Jetzt hält mal hier an. Ich fahre aber jetzt erstmal. Oh, nee. So. Ich muss, komm mit diese Dings noch nicht klar hier. Warum kriege ich diese Scheiße? Da wollte ich doch gar nicht hin. Junge, ich raste hier aus. Wie kann man diese Scheiße denn wegmachen, Mann? Wie war denn das nochmal? Ach so, genau, so. Zu dem wollen wir jetzt. Und zwar gleich. Ich will jetzt mal essen. Ich meine jetzt nochmal konzentrieren. Also Leute, das Ziel ist eigentlich Holz zu machen. Das Problem an der Sache ist nicht nur Holz, sondern wir müssen alles freischalten. Und natürlich versuchen, nicht so viel Schäden zu machen, ne?
schön marschieren hier. Eigentlich könnten wir ja kurz mal hier links reinfahren, um die beiden LKWs freizuschalten. Dann habe ich sie auch. Das schöne Teil, das schöne Teil. Und wir können eigentlich hier gleich schön weiter marschieren. Oh, 8% Schaden, ja, naja. 8%, das geht ja noch, ja, es tut mir leid. Jungs und Mädels, wenn ihr euch die ganze Zeit immer wundert, warum ich manchmal stehen bleibe. Ich habe Hunger und muss zwischendurch mal noch essen. Und ja. Da ist dieses Teil, der K700. So, der K700 ist auch freigeschaltet. Und ihr werdet merken, es wird auf jeden Fall lang. Die Fahrt wird sehr, sehr lang, weil... Wenn ihr hier guckt, ich muss jetzt hier... Fahre ich jetzt lang. Ja, dann fahre ich hier übers Wasser. Muss ich hier abbiegen. Fahre ich hier lang, hier lang, hier. Ist hier die Tankstelle, kann ich da schon mal tanken. Dann muss ich hier zurück. Und dann muss ich versuchen, ob ich hier irgendwie durchkomme. Damit ich hier oben hinkomme. Ja. Das ist ja. Das wird lustig. Und er kämpft sich ohne Probleme durch. Seht ihr, Freunde, pass auf. Ich kann euch das ja mal zeigen mit den Anbringen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel feststeckt, ne? Und ihr seht, hier hinten seht ihr Punkte. Das heißt, da könnt ihr überall dieses Anbringen. Dann macht ihr so. Und dann sieht hier an der Seite auch entweder da, da, da oben
Und sagen wir mal, weißt, und dann sagt ihr, ach, da ist gut. Dann seht ihr hier das Seil. Und dann drückt ihr Y. Und dann zieht er einen raus, wie ihr sich guckt. Könnt aber nebenbei auch Gas geben. So. Zum Beispiel, ihr steckt so fest. Versucht ihr ein bisschen ranzuziehen. Wenn ihr fertig seid, ne, dann macht ihr das, macht ihr, drückt ihr den Pfeiltaste nach unten und dann steht er lösen. Und dann löst ihr das und dann könnt ihr weiterfahren. So ist das gedacht mit diesen Seilbinden. Seht ihr jetzt, was ich meine? Genau das meine ich. Müsst ihr versuchen, euch so ein bisschen hin und her zu polen, damit ihr überhaupt Halt kriegt, immer schön Gas geben. Und versucht nicht natürlich, so wie ich, frontal jetzt hier reinzugehen. Oder versucht dann hier ein bisschen aus zu bleiben, damit ihr seht, dass ihr ein bisschen mehr Halt habt. Ja. Ihr braucht auch keine Angst haben. Ihr könnt die Teile ab und zu mal umstoßen, das sind halt kleine Baumstämme. Könnt aber auch Pech haben, wie der Baum. Kleine. Ist ja euch so gut. Wie gesagt, versucht hier ab jetzt lang zu fahren. Dann habt ihr wenigstens nicht so viel Matsche. So, dann haben wir das jetzt auch geschafft und sind fast bei der Tankstelle. Es ist auf jeden Fall ein Geduldsspiel. Ihr müsst richtig Geduld haben. Denn ihr seht ja, er schaufelt sich trotzdem durch. Die ganze Katsche. Und man kann die aber auch natürlich aufrüsten nachher, wenn da sind nachher Ketten dran. Das ist ja nicht so schlimm, dann nachher Ketten drauf. Jo, seht ihr, Freunde, wir sind jetzt bei der Tankstelle. Könnt ihr auch einmal tanken. Schade, die Tankstelle ist voll. Seht ihr, kein Zusatztankverlauf, also ist er voll. In der Hinsicht perfekt für uns.
Da müssen wir jetzt hier schwimmen. Jetzt hängt mir zwar an, ich muss geradeaus fahren, aber mache ich das? Wie ihr seht, guck, zweimal stehen. Jetzt versuche ich mal, wer fällt ein hier? Manchmal klappt es, dass wir querfeld einfahren. Manchmal aber auch nicht. Weil, wie ihr seht, ist hier lauter Bäume. Ich würde sagen, nee, ich fahre zurück. Vor dem Weg. Denn es hat hier in die Zeit überhaupt nicht. Sich da durchzuquetschen, da fahre ich lieber hier außen lang. Versucht dann nachher da durchzukommen, als wenn ihr jetzt im Wald rein seid, wo wirklich nur Bäume seht und ihr keinen Durchmarsch habt. So. Bei den Wegen habt ihr wenigstens einen Vorteil. Habt ihr wenigstens ein bisschen mehr Halt. Als wenn ihr jetzt da irgendwo quer durchs Wald fährt. So, pass auf, jetzt sind wir schon hier. Siehst du? Das ist das, was ich meine. Ich hätte... Ja, ich könnte jetzt hier lang fahren. Hier, dann bin ich wieder da oben. Müsste ich da, dann müsste ich hier so... Einmal kreuz und quer, das ist... Blödsinn. Das heißt, wir drehen jetzt hier um. Versuchen gleich querfeld. Versuch wieder mal querfeld durchs Wald zu fahren. Der Freude, jetzt habe ich mich hier festgefahren. Scheiß Baum. Und es wird dunkel. Nee, klasse.
Manchmal muss man einfach nur kurz den Weg ein bisschen durch den Wald fahren, um wieder auf die Wege zu kommen, aber auch das kriegt man. Seht ihr, jetzt bin ich schon wieder, jetzt bin ich nämlich schon hier. Jetzt muss ich nur noch links fahren, dann rechts und dann bin ich schon bei meinem Ziel. Schweige nicht mein Ziel, aber bei meinem Punkt. Hier müsst ihr auch aufpassen. Diesen Steine am besten wäre, wenn ihr denn nicht so doll bei den Steinen langfahrt, sondern am besten sinnig. So, jetzt bin ich hier. Fahren wir einfach den Weg. Ey, Hupe ist zu doll, ey. Oh, Scheiße. Das ist das, was ich meine. Scheiße. Oh, Werkstatt ist da. Nö! So, pass auf, Freunde. Jetzt kommt die Krönung. Denn jetzt muss ich den schönen Teil verbinden. Scheiße.
Das ist doch wieder Mist, ey. Genau das wollte ich vermeiden wieder. Scheiße. Scheiben. Gleich da. Aber auch gleich geschafft, bei der Werkstatt zu sein. Ja. Dann gucken wir gleich mal, wie ich die Karre heil kriege. Und dann müssen wir mal gucken. Schaden ist heil, gut.
Ich komme gleich wieder. Ich räume kurz meine Sachen weg und dann bin ich gleich wieder für euch da. So, bin wieder da. Wir müssen eigentlich zur Holzstadt. Sehr geehrte liebe Frau Buske, schon fast seit einem Jahr unterstützen Sie die Mali in Deutschland an Förderung zu zahlen. Einmal vom Herzen Danke sagen. Und weil es zu Jahresheim mal gehört, schick ich Ihnen als kleines Dankeschön der Pass jeden Geldes und Geld und wichtige Informationen für helfende Fälle.
Also Freunde, jetzt müssen wir überlegen, wie wir zu der Holzwerkstatt kommen. Wir können jetzt, wie gesagt, hier Sägewerk beobachten. Das müsste eigentlich freigeschaltet werden hier alles. Und da ist die Holzstation. Wir fahren jetzt einfach nochmal hier lang. Dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Also es ist wirklich das Spiel, es ist interessant. Man muss wirklich überlegen. Kann ich einfach so durchdrehen. Und kommt man da am besten hin. Das ist Sache. Sind jetzt hier. Wir fahren jetzt einfach den Weg geradeaus weiter und hoffe, dass ich dann zu dem Punkt hinkomme, der frei ist. Aber wir fahren jetzt durch Wasser. Hier ist jetzt der große Teich. Das heißt, wir fahren jetzt einfach mal hier quer durch. Achso, da hinten ist der Weg. Dann fahren wir mal wieder zum Weg zurück.
Sehr schön. So, bin ich wieder auf dem Weg. Da ist der Weg Dings. Beobachtungsweg. Wenn ich die jetzt öffne, müsste ich eigentlich gucken. So, pass auf. Wir haben jetzt den frei, da haben wir die Fläche fertig. Das ist schon mal schön. Dann fahren wir jetzt quasi. Ist doch schon mal schön. Siehst du? Fahren wir jetzt den Weg hier weiter. Würde ich sagen. Bis hier. Oh, nee. Wir müssen hier irgendwie. Nochmal rüber zu den anderen Punkt. Das heißt, wir müssen hier nochmal zurück. Wir fahren hier quer rüber. Versuchen dann zu gucken, ob wir. Ah. Und gucken wir jetzt. So, genau. Fahren wir jetzt einfach hier hin. So, pass auf, jetzt fahren wir quasi jetzt hier rüber. Ja, genau. Hier ist der See. Was ist denn wirklich? Dann fahren wir hier nochmal zurück den Weg. Bis da. Es ist echt gerade interessant. Also dann überlegen, wie ich am besten das. Genau, mein Navi, ich glaube, das klingt so, das hier so, das heißt, das hier rüber. Wie kommen wir da rein? Ach, da ist er. So, fahren wir jetzt dahin. Dann haben wir den auch schon. Dann haben wir wieder was entdeckt. So, seht ihr? So, dann können wir quasi. Ja, umdrehen und dann dahin fahren. Fahren wir dahin. Also Leute, jetzt müssen wir wieder umdrehen. Denn wir müssen jetzt hier
hin. Das heißt, wir fahren jetzt einmal um den Wald herum. Und fahren dann quasi hier durch. Das Problem ist, warte mal. Da ist ein Weg. Wenn wir den jetzt hier lang fahren, den wollten fahren, okay, quasi auch da. So, jetzt bin ich hier. Beobachtungspunkt ist hinter uns. Ach, da hin. So, Freunde, fahren wir jetzt zurück zu den Proben. So. Haben wir den jetzt auch schon mal freigeschaltet. Müssen wir jetzt noch zur Stammausgabe oder fahren wir jetzt zur Werkstatt nochmal? Ich würde sagen, wir fahren nochmal zurück. Noch nicht mit der Navigation klar, wie man die wegmacht. Warum geht man denn diese Kacke weg? Leute, Hilfe! Ich kenne diese Scheiße nicht.
Mann! Wieso geht die Kacke da nicht weg, Mann? Nee, nicht abschleppen. Warte mal, eine. Oh nee. Ah, hier ist die Beschreibung. So, Bremse, bla bla bla, schwer, bla bla, Navigationskarte. Aha, Hupen. Ja, Freunde, das ist der Grund, warum ich sag Kacke. Ich kriege die Punkte nicht weg. Ich weiß nicht, was, wie das geht. Es regt mich auf. Es muss doch irgendwie Möglichkeit geben, die Kacke wegzukriegen. Muss man extra diese Pisse jetzt hier googeln, ey. Um dann diese scheiß Navi-Punkte wegkriegen. Das ist doch zum Mäusemelken, ey. Auf was ist jetzt nicht?
Weil der immer abgeht. Meine Güte, wie geht die Kacke denn weg hier? Oh, ich raste aus, ey. Ja, besser. Ja, Modi, tut mir leid. Ich muss gerade gucken, wie man hier diese scheiß Punkte wegkriegt, ey. Ich will nicht abschleppen, ich will diese Punkte wegkriegen. Ey, Freunde, ich drehe hier gleich frei, Alter. Wenn man nicht weiß, wie diese Scheißpunkte wegkriegen, ey.
Ich krieg einen Anfall, ohne Scheiß. Na, das ist, kann doch nicht so schwer sein, dieses scheiß Navi wegzukriegen, ey. Es steht auch bei der Einstellung nichts hier. Das ist halt das Bekloppte. Navigation da. Ja, Karte, wow. Kann ja auch. Und? Bringt mir das? Nix. Ich sehe das auch nicht, ne? So. Das habe ich auch, aber wie kriege ich diese Karten? Kriege ich dieses Navi-Scheiß weg?
ihr was? Ich versuche jetzt einfach irgendwie die schöne Sache hier weg. Falls ihr wisst, falls jetzt irgendeiner hier im Chat aktiv ist und weiß, wie man diesen Navi-Kack wegkriegt, kann er mir das bitte jetzt sofort sagen. Sonst muss ich jetzt erst mal kurz zufrieden. Vorhin funktionierte das auf jeden Fall, dass ich diese Navi-Sache mitbekommen hat. Ist auf jeden Fall ärgerlich, weil es kostet ja auch die ganze Zeit viel Zeit. Den Punkt, den Punkt. Ja, jetzt ist die ganze Zeit da von einem Mal. Alternative fahren wir jetzt einfach. Vielleicht fährt das bei den Fliege weg. Der Truck ist nicht geladen. Ach, schöne Scheiße. Ja, Freunde, wir fahren halt hier lang. Gucken, wo die schöne Fahrt endet. Thank you.
durchkämpfen. Schlampen. Wie gesagt, Freunde, falls ihr nicht brauchen könnt, könnt mir gerne Tipps geben. Und wie gesagt, sagt mir einfach gleich am besten. Weil ich habe ganz schön große Kacke gebaut, wie ihr seht hier, Punkt, 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 Punkt. Und das wollte ich eigentlich gar nicht, ich wollte eigentlich nur, ja, dass die Punkte hier weggehen. Naja, egal, dann fahre ich jetzt halt hier lang und versuche die Karte noch frei zu machen. Versuche Holz zu sammeln, das wegzubringen. Denn ja. Das wollte ich. Scheiße. Ja, Freunde, da bin ich mal von der Brücke geplumpst. Ja. Nö. Meine. Nö, doch nicht. Ich hab gedacht, ich hab noch welche. Ich hab keine mehr. Wunderschönen guten Tag, Grimson auf Moon. Wie geht's dir? Geht's dir gut? Also, wir gehen die Farbe haben. Werden wir jetzt zur Werkstatt fahren? Und dann zur Tankstelle, ne? Und dann müssen wir gucken, wie ich, wo ich hier heute.
Lass dich nicht verarschen von der. Nein. So, Werkstatt haben wir auch. Da vorne ist die Tankstelle. So, Tankstelle habe ich auch. Und jetzt müssen wir von hier aus zu der Holzfabrik. Und von der Holzfabrik aus zum Sägewerk. Also, kann ich dir sagen, pass auf, ganz einfach, ne, du musst halt ins Hauptmenü gehen, zeig ich dir. Also, bist du jetzt hier, ne, ist ja das Hauptmenü. Dann gehst du hier runter auf mehr Spieler und dann steht ja hier Offline-Lobby erstellen oder private Lobby erstellen. Dann gehst du auf eine privaten Lobby und dann steht hier unten Spiel starten, da stehen Spiele Freunde einladen. Dann gehst du darauf und dann suchst du dir deinen Freund aus. Und dann drückst du einfach da auf den Haken und er muss dann gucken, ob er eine Einladung bekommen hat oder nicht. So, du musst es so machen, und zwar dein Kumpel muss einen Holzhänger haben, egal, vorne Ladehänger oder hinten. Und dann müsste er theoretisch zu dem Sägewerk fahren, also Holzsägewerk, wo du dein Holz selbst beladen kannst, also automatisch laden kannst. Wie das funktioniert, kann ich dir jetzt selbst noch nicht auch wirklich sagen, da ich das Spiel heute auch erst gerade neu heruntergeladen habe und es schon sehr, sehr, sehr lange her ist. Das, wo ich das früher gespielt habe, und ich muss selber erstmal erforschen, wie das alles funktioniert. Aber so viel ich weiß, müsst ihr zum Sägewerk fahren, wo ihr halt auch Holz aufladen kann, und theoretisch könnte dein Kumpel das selber machen. Der könnte das selbst automatisch aufladen. Ja, das ist, ja. Ja, das, natürlich ist es schade, ne? Aber ich muss ehrlich sagen, so, manchmal bin ich echt beim Überlegen, ob ich mir vielleicht zusätzlich auch noch eine PS4 hole, weil es gibt halt auch andere Freunde noch, die sagen zu mir, komm, hol dir PS4 und. Aber, ja, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall bin ich erstmal zufrieden mit meiner One. Und ja, mal gucken.